Am Vormittag des 19. November 2009 luden die Akademie der Wissenschaften in Hamburg und der Hamburger Senat zur ersten Verleihung des Hamburger Wissenschaftspreises unter der Schirmherrschaft des ersten Bürgermeisters Ole von Beust. Die mit 100.000 Euro dotierte und von der Hamburgischen Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur Helmut und Hannelore Greve gestiftete Auszeichnung ging an den Tuberkuloseforscher Professor Stefan Ehlers vom Forschungszentrum Borstel für seine Forschungen zur multi- und extremresistenten Tuberkulose. Der ausgezeichnete Infektionsmediziner will mit dem Preisgeld eine Teststation für neue Antibiotika am Forschungszentrum Borstel aufbauen. Der Hausherr Ole von Beust begrüßte zunächst die sehr zahlreich erschienenen Gäste, unter denen sich auch das Stifter-Ehepaar, die Hamburger Ehrenbürger Professores Hannelore und Helmut Greve befanden, und führte aus: Ich bedanke mich, in Ihrer aller Namen heute an einer Premiere teilzunehmen. Eine Premiere, in dem heute zum ersten Mal ein Wissenschaftspreis vergeben wird, der mit dem Namen unserer Stadt verbunden ist, nämlich der Hamburger Wissenschaftspreis. Heute hier im Hamburger Rathaus. Ich glaube, die Diskussion, auch aktuelle Diskussionen in der Stadt und in Deutschland zeigen, dass das Thema Bildung eine große Rolle spielt. Der Bürgermeister dankte Hannelore und Helmut Greve für ihr weitsichtiges und großzügiges Engagement für Hamburg. Der Preis werde dazu beitragen, Wissenschaft zu fördern und sie sichtbar zu machen. Danke auch, meine Damen und Herren, an die Akademie der Wissenschaften und allen voran ihrem Gründungs- und amtierenden Präsidenten, Herrn Professor Reinitzer. Nebenbei auch der Jury, der hochkarätigen Jury, die diesen Preis entschieden hat, wer den Preis bekommt und die Preisträger ausgesucht hat und die Entscheidung getroffen hat. Ich möchte aber auch die Gelegenheit wahrnehmen, der Akademie der Wissenschaften zu gratulieren, die in diesem Jahr ihr 5-jähriges Jubiläum feiert. Ich glaube, die Akademie der Wissenschaften hat sich bewährt als ein hochkarätiges, unabhängiges Forum, in dem sich herausragende Forscher in der Region zusammentun, flächenübergreifend außerhalb des Universitätsbetriebes zusammenarbeiten. Die Akademie der Wissenschaften hat unter anderem auch dazu geführt, dass auf diese Weise auch Hamburg teilnehmen kann an dem wohl größten geisteswissenschaftlichen Forschungsprojekt in der Bundesrepublik, dem Akademienprogramm. Auch dem Preisträger gratulierte Hamburgs erster Bürgermeister zu der großen und ungewöhnlich hoch dotierten Auszeichnung. Seine Forschungen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten verdienten allerhöchste Anerkennung. Meine Damen und Herren, alles in allem also eine schöne Premiere. Ich freue mich, dass Sie hier sind und wünsche uns eine interessante Preisverleihung. Herzlichen Dank. Nach dem ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg wandte sich der Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, Professor Heimo Reinitzer, an die Gäste und betonte, dass Professor Ehlers als Grundlagenforscher auf dem Gebiet der Biomedizin immer auch die diagnostische und therapeutische Relevanz seiner Forschung im Blick habe. Professor Reinitzer erläuterte kurz die Kriterien der Vergabe des ersten Hamburger Wissenschaftspreises. Kriterien der Vergabe waren Qualität der bisherigen wissenschaftlichen Arbeit, Relevanz und Zukunftsorientierung der Ergebnisse und der vorgetragene Verwendungszweck für das Preisgeld. Nach ausführlichen und gründlichen Beratungen entschied die Jury, den Hamburger Wissenschaftspreis 2009 Herrn Stefan Ehlers vom Forschungszentrum Borstel zuzuerkennen. Der im Anschluss für die Festgesellschaft tretende Laudator, Professor Jan Buhr vom Universitätsklinikum Essen, bestätigte in seiner Laudatio neben der wissenschaftlichen auch die wirtschaftliche Relevanz der Förderung der Tuberkuloseforschung. Hamburg ist als Tor zur Welt eben leider auch Point of Entry für Infektionskrankheiten aus allen Kontinenten. Folgerichtig führt Hamburg regelmäßig die Statistik der Tuberkulose-Neuerkrankungen an. Insofern kann man die Verleihung des Hamburger Wissenschaftspreises an Herrn Ehlers auch aus kaufmännischer Sicht als eine kluge Investition betrachten. Unter großem Applaus überreichte hiernach Professor Reinitzer die Preisurkunde an den Preisträger. Professor Ehlers sprach anschließend den Stiftern des Preises seinen Dank aus. Darüber hinaus dankte Ehlers seinen Kollegen und Mitarbeitern am Forschungszentrum Borstel und der Akademie und ihrer Jury. Er habe vor allem die Jury
dafür zu loben, dass sie so mutig waren, die Tuberkuloseforschung in Deutschland wieder, sozusagen neben der ebenfalls wichtigen Schweinegrippe, auf die Tagesordnung zu bringen. Er verstehe die Zuerkennung des Preises auch als ein klares wissenschaftspolitisches Signal der Herausforderung durch multi- und extremresistente Tuberkulose durch intensivierte Forschung zu begegnen. Professor Ehlers hob in seinem folgenden Vortrag hervor, dass die Menschen in Europa einem Irrtum unterlegen, wenn sie meinten, eine akute Tuberkulosegefahr bestünde längst nicht mehr, da es ausreichend erforschte Heilmittel gäbe. In vielen Regionen dieser Erde, vor allen Dingen in der ehemaligen Sowjetunion und in China, entwickeln sich sogenannte multiresistente Tuberkuloseerreger, MDR-TB, auf den folgenden Dias. Diese Erreger sind gegen die zwei besten Medikamente bei der Behandlung nicht mehr empfänglich. Darüber hinaus entwickeln sich inzwischen... Diese Gefahr soll nach Meinung des Preisträgers vor allem in der Politik stärker wahrgenommen werden. Insbesondere auch im Hinblick auf die für die Erforschung und Bekämpfung der Tuberkulose nötigen Mittel. Ich danke Ihnen für diesen Preis und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Professor Reinitzer verabschiedete schließlich die Festgesellschaft mit dem Hinweis, dass der Hamburger Wissenschaftspreis von der Hamburgischen Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur Helmut und Hannelore Greve in gleicher Höhe erneut für das Jahr 2011 ausgeschrieben werde und teilte gleichzeitig bereits das Thema der Ausschreibung mit: Erforschung neuer und erneuerbarer Energien. Vielen Dank.